Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Family Vlog. Mila und ich sitzen im Auto, es geht jetzt zur Kita. Heute mal nicht mit Lastenrad, weil es wie aus Eimern gießt. Und da ist mir bewusst geworden, ich bin immer noch nicht richtig ausgestattet, zumindest für dieses Wetter. Also ich habe eine Regenjacke, klar, aber bei so einem Wetter bringt mir eine Regenjacke halt auch nichts mehr. Von daher muss ich noch mal gucken, ob ich mir entweder eine Regenhose dazu hole oder so ein Regencape. Ich weiß nicht, was praktischer ist. Wenn ihr auch häufig Rad fahrt, könnt ihr mir ja mal erzählen, was ihr so habt, ob ein Regencape praktischer ist. Weil ich weiß noch von früher, dann, dass die Beine dann trotzdem oft nass geworden sind, je nachdem wie der Wind stand. Also ich bin mir nicht so sicher. Wir fahren jetzt auf jeden Fall erstmal zur Kita und danach fahre ich zu Kaufland den Einkauf machen. Einkauf habe ich erledigt, es ist einiges. Ich fahre jetzt nach Hause und dann mache ich heute mal wieder einen Kaufland-Haul für euch. Nee! Na, wer kommt da angerannt? Oh, hast du Papas Ingwer-Shot? Aber du musst jetzt drin bleiben, Mama muss erst die Einkäufe reinräumen, okay? Wartest du da schön? Dann hast du gar nichts auf. Nee. So, schieb mal rein, die Sachen. Oh, hilfst du mir mit? Zieh mal, Yari. Okay, danke. Hallo. Hauptsache schon nach Essen wühlen hier, ja. Njam, gibst du mir das? Njam. Wo ist dein Traktor? Ich räume mal eben alles raus an Einkäufen. Ich zeige euch aber nur noch mal eben fix die Tiefkühlsachen. Da habe ich zweimal so ein Bulgur-Pfannengericht geholt mit gegrilltem Gemüse. Wie gesagt, das ist sehr lecker. Meistens sind das so Gerichte, die wir so auf die Schnelle machen, so für die Arbeit oder so. Und von daher habe ich die zweimal mitgenommen, packe jetzt nämlich eben ins Eisfach und dann zeige ich euch gleich entspannt den Rest. Heute gibt es also ein XL-Kaufland-Haul für euch. Also es ist echt einiges. Wir fangen einfach mal hier hinten an. Zahnpasta brauchen wir, habe ich zweimal mitgenommen, die war auch im Angebot. Dann so Auflage, hier so vegetarische, vegane Sachen, die Salami noch, normal Gouda, dann hier noch ein paar andere Sachen, Quäse mögen wir gerne, Hähnchenbrust und die Geflügelmutter, dann essen die Kinder auch gerne. Hefe habe ich einmal mitgenommen und Frischkäse, dann so ein Eimer Tomaten. Da wird Lila bestimmt sagen, können wir den aufheben? Aber zum Spielen für draußen ist sowas ja für Kinder immer irgendwie genial, ne? Und die Tomaten sind aber auch einfach gut aus. Deswegen habe ich die jetzt mitgenommen. Dann bei Kaufland liebe ich ja, die haben Äpfel, Kartoffeln und Karotten. Die heißen die anderen. Das sind halt so Gemüsesachen, die, oder halt Obst bei den Äpfeln, die halt nicht so der Norm entsprechen und sind halt auch günstiger, aber die sind geschmacklich oft so gut. Und da habe ich jetzt ein paar Karotten mitgenommen und ich meine, die sehen doch top aus. Also kann man doch eigentlich nicht mäkeln. Dann einige Bananen. Wir haben hier ja echt einen hohen Bananenverschleiß. Zwei Avocados, Zucchini, zwei Birnen, Äpfel und Weintrauben. Zwei Packungen Heidelbeeren. Dann diesen Frischkäsequark, wollte ich gerade sagen. Diese Quark-Alternative hier von Simply V isst Julian sehr gerne. Dann habe ich diese Burger-Buns mitgenommen. Die sahen einfach mega aus, also so Burgerbrötchen. Mit Cheese-Oregano, glaube ich, steht da drauf. Ja, Cheese-Oregano. Die riechen auch schon durch die Verpackung richtig gut. Da muss ich nur gucken, ich hatte jetzt noch keine Patties gekauft, weil wir welche oft bei Rewe holen. Da müsste ich da nochmal hin. Dann habe ich hier eine Packung Salat geholt. Einmal Hafermilch, also normale Hafermilch und einmal die Barista. Zweimal Vollmilch. Dann Streukäse.
zwei Packungen Gnocchi, ein Netz Kartoffeln, Knoblauch, einige Smoothies, hier grüne für Julian. Ich trinke den super gern, Ananas, Erdbeer, Apfel und hier ist noch so ein, einer mit Orange, Karotte, Mango. Die Kinder trinken ja auch super gerne, kriegen dann immer so ein bisschen was davon. Dann Rohrzucker habe ich mitgenommen und normalen Zucker zum Auffüllen. Perlcouscous essen wir super gerne für Salat, also machen das gerne in Salat. Dann zweimal dieses Apfel-Bananen-Mark machen wir super gerne ins Porridge mit rein oder auch in Joghurt für die Kinder. Das geht irgendwie überall oder halt auch auf Pfannkuchen. Von Mutti dann passierte Tomaten. Es sind für uns die besten passierte Tomaten, die es gibt. Wir kaufen nur noch diese hier aus der Flasche. Es gibt auch so kleine Flaschen, finde ich auch, auch praktisch. Also geschmacklich top. Also müsst ihr sonst mal probieren. Hier oben haben wir dann noch Nudeln, grüne Linsen, rote Linsen und normalen Couscous. Also solche Sachen gehen bei uns irgendwie auch immer. Couscous gerne in so Pfannengerichte, einfach mit passierten Tomaten und Gemüse hat man ganz schnell irgendwie ein Gericht. Dann rote Linsen, die sind ja auch schnell gekocht. Die gehen irgendwie auch überall. Oder man macht sich einen Salat. Genau, und grüne Linsen ebenfalls. Dann haben wir hier naturtrüben Apfelsaft, Rinderhack, ich will nämlich Bolognese machen. Jetzt haben wir hier vorne noch zwei Packungen Maiswaffeln, die sind mit Reis, Amaranth und Leinsamen noch. Und das hier sind Maiswaffeln, nee, Reiswaffeln mit Hirse, Mais und Sesam. Also ist überall irgendwie Reis und Mais drin. Also, ne? Dann haben wir hier eine Dose Mandarinen, rote Paprika, Beefy Roll oder wie Mila mal sagt, Beefy Brötchen, die liebt sie ja zwischendurch. Zweimal Mikado, hier kommen jetzt so die Süßigkeiten, Super Dickmanns und eigentlich zwei Packungen von dieser veganen Schokolade. Ich weiß gar nicht, wo die andere gerade ist. Wahrscheinlich hat Jari die irgendwo hingeschleppt. Feuchtes Toilettenpapier, dann diese Glühbirnen hier bei uns im Treppenhaus. Die eine Lampe ist nämlich schon seit Wochen kaputt und das müssten jetzt die richtigen Glühbirnen sein. Müssen wir dann gleich mal austauschen. Neue Batterien, Honig, Spaghetti, Aufbackbrötchen, so Steinofen, Dinkelbrötchen und eine Packung Müllbeutel. Genau, das war der gesamte Einkauf. Und jetzt geht's ans Wegräumen. Und der Einkauf ist weggeräumt, wenn es immer so schnell gehen würde. Also jetzt liegen hier nur noch die Glühbirnen, die wollen wir gleich dann einmal tauschen. Und hier hinten liegen noch die Sachen, denn hier oben müssen so ein paar Sachen aufgefüllt werden. Und deswegen mache ich das gleich und habe die Sachen jetzt halt direkt hier liegen lassen. Willst du nicht auf die Knie rutschen? Ey! Hey. Cool. Hast du ganz gut von Mila abgeguckt, ne? Super machst du das. Wey! Rote Linsen und grüne Linsen müssen aufgefüllt werden. Und Rohrzucker muss aufgefüllt werden. Und Couscous. Kriege ich das beides zusammen runter? Ja, das geht wohl. Zack, ups. Und alles ist wieder aufgefüllt. Also Couscous hätte sogar noch mehr reingekonnt und Rohrzucker, aber die Packungen sind ja auch deutlich größer. Ansonsten passen hier so gut 500 Gramm rein. Linsen waren hier noch ein bisschen drin, deswegen hat es nicht komplett reingepasst. Aber wir haben hier oben noch eine Box, wo dann so angefangene Sachen rein können. Und dann kann ich das demnächst einfach nur den Rest reinfüllen. Ich fange jetzt schon mal mit der Bolognese an. Zwiebeln sind geschnibbelt. Meine Augen haben sich jetzt auch gerade schon wieder ein bisschen erholt. Und dann kann ich nämlich schon mal hier das vorbereiten, dann köchelt die so ein bisschen ein und dann gehen wir eben nach oben die Kinderzimmer auf. Buh, hast du mich erschrocken? Du sagst, da steht er hier. Was denn? Mama. Was sagst du? Okay, gleich nach oben. Buh. Ja, wir wollen nämlich gleich die Kinderzimmer ein bisschen aufräumen. Von heute Morgen liegt noch alles rum. Und Jaris Winterjacken kamen gestern an. Ich hatte zwei bei Best Secret bestellt. Kann ich euch gleich auch nochmal zeigen. Letztes Jahr hatte er nur so Overalls und genau, hatte ich jetzt nach Jacken geguckt. Die eine ist aber auf jeden Fall noch zu groß, aber die ist dann vielleicht was so für nächstes Jahr, Januar, Februar, das ist ja auch noch kalt. Sind ja auch noch ein paar Monate hin, kann ja nochmal ein oder andere Wachstumsschub kommen.
So viel muss ich jetzt hier gar nicht mehr machen. Die Kuscheltiere räume ich gleich noch weg. Ansonsten geht's hier eigentlich. Den Hund, den muss ich gleich noch mitnehmen. Da muss ich neue Batterien reinmachen. Da hatte Mila mich noch drum gebeten. Und ansonsten, jo, geht das hier echt. Also, das gehört jetzt nicht rein. Das ist Yaris Traktor und die Autos eigentlich auch. Nehme ich mal eben direkt mit oder stelle sie schon mal hier hin. Und hier liegen auch noch Yaris Jacken. Die räume ich jetzt auch in sein Zimmer. Das ist die Jacke, die jetzt auch schon passt, in Größe 92. Und die rechts ist 92, 98. Die ist auf jeden Fall noch ein bisschen groß. Aber er wächst ja auch noch, ne? Die ist auf jeden Fall super kuschelig gefüttert. Hier mit so einem Teddy-Stoff. Von außen wie so ein Softshell-Stoff. Also fand ich irgendwie ganz cool. Und die Marke heißt, Moment, die Marke heißt Vingino. So ausspricht, ich weiß es nicht. Wir haben beide über Best Secret gefunden. Und diese hier ist von Staccato. Heißt die Marke so? I don't know. Das war auch die letzte in 92, 98. Und die ist auch super, super kuschelig von innen gefüttert. Also komplett mit so einem Fließstoff. Hier kann man die auch noch enger ziehen. Hat hier auch überall so diese Reflektoren. Auch hinten halt komplett. Das fand ich irgendwie ganz cool. Und die Farbe fand ich auch einfach super schön. Genau, haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal Jacken, also richtig Winterjacken, weil so Regen-Overalls haben wir. Ich habe auch noch einen Walk-Overall, wobei der auch langsam knapp wird. Ich weiß nicht, wie lange der noch passt. Und deswegen habe ich jetzt erstmal Winterjacken geholt, damit wir vorbereitet sind, wenn es jetzt richtig kalt wird. Gibst du mir einen Kuss? Was ist das denn für ein Kuss? Ich dachte, du gibst mir einen Kuss, nicht den Boden. Traktor? Wo ist denn dein Traktor? Dein kleiner Traktor? Ich weiß nicht, wo du den gelassen hast. Ich glaube, der liegt da bei deinem Stuhl, oder? Dein kleiner Traktor. Das hier ist nur der kleine, nein, ich wollte gerade sagen Bagger. Wir sagen zu allem Bagger hier, ne? Was ist das? Auch ein kleines Auto. Ein kleiner Abschleppwagen. Das magst du? Ist das Massage? Kann das Auto mal über meinen Rücken fahren? So lässt man sich massieren. Ja, fahr mal schön rüber. Super. Da. Oh, da. In mein Oberteil rein fährt das? Da. Jetzt ist es weg. Du, du. Das ist in einen Tunnel gefahren. Guck mal, es kommt unten wieder raus. Warte. Plumps. Nochmal. Warte. Aua. Das macht einen Spaß. Ich will mal eben die Glühbirnen hier im Treppenhaus wechseln, also bei dieser Lampe da oben. Deswegen darf Yari hier mal eben kurz Kikaninchen gucken, weil Jürgen gerade noch draußen ist. Und bitte nicht nachmachen, Leute. Ich nehme mir nämlich diesen Hochstuhl zur Hilfe, um da oben anzukommen. Weil mit nichts anderem kommt man da so richtig an, weil durch die Stufen geht hier auch kein Tritt oder keine Leiter, zumindest unsere Sachen, die wir haben, nicht. Und deswegen haben wir uns diesen Hochstuhl jetzt zunutze gemacht. Aber wie gesagt, bitte nicht nachmachen, Leute. Ich habe mir jetzt Handschuhe angezogen. Ich habe mir nämlich irgendwann mal sagen lassen, oder irgendein Elektriker sagte mal, bei diesen Glühbirnen hier, dass man die am besten nicht mit den Fingern so anfassen soll, weil dann ist dieser Fettfilm da auf diesen Lampen und es ist nicht gut oder irgendwie sowas. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Vielleicht ist das jetzt auch komplett unnütz, aber wir machen das jetzt einfach mal. Oh. Alter, die werden voll schnell heiß. Ich muss mal eben ausmachen. Wir wussten jetzt ewig lang auch gar nicht mehr, wie rum der Schalter gehört. Krass, die werden ja richtig schnell warm. Ich weiß gar nicht, wie die... Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe voll Angst, die da reinzudrücken. Die sind ja so zart. Man hat ja direkt Angst, die kaputt zu machen. Oh,
ich hab's hingekriegt. Jetzt noch die Abdeckung. Dann haben wir es schon. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit, ob es auch wirklich geht. Tada, es werde Licht. Yes, endlich wieder Licht hier im Treppenhaus. Das ging aber echt doch besser als gedacht mit den Lampen. Machen wir mal wieder aus, nehmen den Hochstuhl nach oben. Dann haben wir das nämlich auch von unserer To-Do-Liste gestrichen. Hier wird jetzt schön Mittag gegessen und dabei Mamas Hand gehalten. Du bist so süß, Yari. Na, wenn du meine Hand halten möchtest, kannst du immer meine Hand halten. Das schmeckt, ne? Wollen die Nudeln nicht so? Guck mal, darf ich dir kurz helfen, Mathe? Halt mal ein bisschen schräger, so. Dann kannst du so von oben reinpiksen. Geht besser. Bruni steht hier schon ganz geduldig. Wir gehen jetzt nochmal raus. Und ganz viele fragen immer, wie alt Bruno wird. Wie alt wirst du denn? Wie alt wirst du denn? Du wirst 10 dieses Jahr, ne? Du bist schon ein alter Opi. Ein alter Opi bist du schon. Und heute Premiere. Ich ziehe meine neuen Gummistiefel an. Heute ist nämlich das perfekte Wetter. Den ganzen Tag geregnet jetzt. Es ist trocken. Also es regnet jetzt gerade nicht. Aber es ist ja alles nass. Und von daher sind die Schuhe jetzt perfekt. Alle mal noch rein. Lila hat in der Kita abgestoppt. Es hatte jemand Geburtstag, ne? Toll. Schön Bonbons und was ist Stempel und Tröte. Alles drin. Toll, Mila. Jari, Schuhe aus. Mila, Schuhe aus. Hände waschen. Was macht der da? Wen spiele ich denn, Mila? Spiele ich, die ganze Familie spiele ich? Okay. Warte, dann gehe ich auf die Seite, wo die Familie ist. So. Und du bist, wer ist das? Mama und Kind auf dem Roller? Hm? Der Hund kommt auch noch dazu. Der Hund. Okay. Du hast ja einen coolen Roller. Darf ich damit auch mal fahren? Ja, natürlich. Cool. Darf ich? Ah, danke schön. Oh. Was soll ich sagen? Dass die nicht in die, dass wir nicht in die Schule okay. gehen. So. Vielleicht ich das sagen. Ich gehe nämlich schon in die Schule. Ehrlich? Wir gehen noch gar nicht in die Schule. Ich bin noch im Kindergarten. Ja, aber ihr könnt euch das doch in die Kindergarten, die Erzieher das sagen, dann könnt ihr mal zu meiner Schule gehen. Oh ja, Mama, können wir auch mal in die Schule gehen? In einem Jahr kommst du in die Schule, mein Schatz. Dann wirst du eingeschult. Okay, ich freue mich. Nein, ihr könnt mal die besuchen. Ihr könnt mich uns mal besuchen. Oh ja. Schui, ich kann damit hüpfen. Und ein Looping? Ein Looping soll ich damit machen? Chui. Das war gut, Mann. Ah, das war schon ziemlich cool, ha? In der Wohnung, Chui. Ich komme auch dazu. Schnell ins Haus. Mila und ich haben jetzt hier eine Runde mit den Puppen gespielt. Da waren wir die letzten Tage echt schon gut mit beschäftigt. Die sind von Lundby und haben jetzt verschiedene Sets. Und da sind so tolle Sachen dabei. Ich finde ja diese Vielfalt halt so mega. Wir hatten jetzt hier diese Familie mit dem Baby, dann gibt es hier die Frau mit ihrem blinden Hund, total toll. Da gibt es auch noch den Stock dazu und eine Sonnenbrille hat die auch noch. Dann das Mädchen hier auf dem Roller mit den Kopfhörern. Mama, das soll eine Sehbrille sein, weil die ja blind ist. Ach so, das ist eine Sehbrille, sagt Mila. Auf jeden Fall hat sie noch eine. Dann haben wir hier noch die Frau mit ihrer Laptop-Tasche. Boah, ich weiß gar nicht, wo Mila jetzt gerade mit der Laptop-Tasche hin ist. Und der Papa mit dem Kinderwagen. Ach so, hier. Genau, da ist auch ein Laptop drin, ne? Können wir mal zeigen? Ja, können wir zeigen. Zeig mal den Laptop. Also total... Das ist jetzt der Anfang. Musst du weiter runterhalten, sonst sieht man es nicht.
Da ist der Laptop. Hier gibt es auf jeden Fall ganz viele kleine Details. Mila hat hier schon super viel die letzten Tage gespielt. Der Papa hier mit dem Kinderwagen und dem Baby drin. Ja, ganz viele kleine Details. Also super süß. Da kann man seiner Kreativität auf jeden Fall freien Lauf lassen. Mila war hier echt schon so süß am Spielen. Denkt sich hier so ihre Geschichten aus. Aber hier hat man echt einfach auch die Möglichkeit. Und die Puppensets kommen auch immer in so einer niedlichen Verpackung. Das heißt, man kann die auch quasi eigentlich schon direkt zum Spielen nehmen. Also zumindest haben wir das so gemacht. Das waren dann hier die kleinen Häuschen direkt. Also super niedlich. Was ist so dein deine Lieblingspuppe? Hast du eine Lieblingspuppe von den Lundby? Ja, ich gucke. Also ich finde ja das Mädchen hier mit dem Roller ziemlich cool, muss ich sagen. Ich finde das Teil, weil da sonst die Frau mit dem blinden Hund. Mila findet die Frau mit dem blinden Hund am besten. Und ich muss sagen, ich finde den Papa hier mit dem Kinderwagen auch cool. Ich finde alles toll. Du findest alles toll, okay. Aber nee, finde ich wirklich super niedlich gemacht. Man kann die Kleidung hier auch ausziehen mit dem Klettverschluss. Die sind total flexibel. Also, was soll ich ein Kleid ausziehen? Mit einer Hand ist das schwierig. Kannst du das einmal zeigen? Genau, also kann man ganz einfach an- und ausziehen, ne? Super, so schnell geht's. Tada! Kein Brausen! Ja, vor allem, wenn der Hund wegläuft, dann weiß sie doch gar nicht, wo sie langlaufen. Das ist doch, wie du immer so schön sagst, ihr Helferhund. So, Kleid haben wir an. Wir gehen jetzt in den Kindergarten. Wobei die ganz schön groß sind für den Kindergarten. Vielleicht sind das Zwillinge, was meinst du? Können Zwillinge sein, komm, wir sind gleich groß. Ist das der Kindergarten hier? Zack! Gehen in den Kindergarten. Hallo. Endlich haben wir Ruhe. Ach nee, wir haben ja noch ein Baby. Los, bringen wir das mal ins Bett. Okay. Wir legen das einfach hier zu dem anderen Kind ins Kinderwagen. Juhu. Kinderfrei. Ich setze euch den Link zu den Lundby-Puppen auf jeden Fall rein. Dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Da gibt es auf jeden Fall super niedliche Sets. Und dann gibt es Zubehör. Also wirklich alles mögliche. Aber die Sets an sich sind einfach schon so detailliert. Also zu jedem Puppenset gibt es halt auch Zubehör direkt. Also wirklich total gut durchdacht. Und ich finde halt einfach wirklich diese Vielfalt mega. Das hat man halt nicht so oft bei Puppensachen oder generell Spielsachen. Also gefällt mir richtig gut. Mila hat gestern ein Bild gemalt. So süß. Hat sie komplett alleine gemacht. Sie hat sich ihre Klebe-Kulleraugen hier geholt und das komplett gemalt. Sie hat hier Papa gemalt. Dann hat sie sich gemalt. Ich dachte erst, das soll ich sein, weil ich ja sonst früher mal so ein Mama-Dot hatte. Das soll ich aber sein. Da sie sagte, sie macht doch heute noch weiter. Aber ich glaube, bei mir bleiben es nur die Augen. Und das ist Bruno. Das sollten hier die zwei Augen sein und das ist der Mund. Fand ich sehr, sehr süß, mein Papa mit der Zunge. Und das hier unten ist ein, damals immer ein Herz. Ja, fand ich so cool. Also vor allem Mila sich selber gemacht, das fand ich so süß. Und wir schreiben dann meistens immer Datum drauf und haben eine große Mappe, wo wir dann immer die Bilder sammeln. Ich werde mir jetzt erstmal noch einen Kaffee machen, bevor es jetzt gleich weitergeht. Ich wollte nämlich noch die Küche ein bisschen aufräumen und Wohnzimmer muss ich noch ein bisschen machen. Heute Abend kommt nämlich noch meine beste Freundin und ja, da will ich halt noch ein bisschen aufräumen, weil noch ein paar Dinge liegen geblieben sind. Und dann gehen wir vielleicht gleich einfach noch ein bisschen in den Garten oder spielen oben noch ein bisschen weiter. Die beiden haben sich gerade eben auch noch so schön beschäftigt. Mila war so mit ihren Puppen beschäftigt und Yari in seinem Zimmer tatsächlich irgendwie mit dem Bauplatz. Es klappt immer besser auch, dass er sich wirklich für längere Zeit alleine beschäftigt. Also ja, aber ich spiele natürlich selber auch immer so ein paar gerne mit den beiden. Also vor allem sind beide so, also bei Yari kommt es natürlich jetzt immer mehr, aber Mila ist schon so kreativ und hat so eine Fantasie beim Spielen. Ist einfach so schön immer anzusehen und macht halt einfach dann auch super Spaß. Jetzt aber erstmal Käffchen. Da kommt ein kleiner Hund angekrabbelt. Hallo. Hallo, kleiner Hund. Oh. Hallo. Schmeiße mal. Kleiner Hund. Kommt der mal an, macht. So süß. Hier kommst du angekrabbelt. Jetzt aber mal eben hier Kaffee zu Ende machen. Milch noch rein. Zack. Und brauner Rohrzucker kommt bei mir immer noch rein. Post kam gerade noch.
stelle das jetzt hier oben hin, weil hier auch noch andere Sachen liegen. Aber ich glaube, ich räume es gleich wieder nach unten. Hier oben steht es im Schlafzimmer auf jeden Fall auch doof. In ein paar Tagen fahren wir nämlich nach Dänemark. Unser erster Familienurlaub zu viert. Wir freuen uns so. Wir brauchen noch ein paar Sachen. Wir haben jetzt noch eine Kühlbox geholt, weil wir halt möglichst viel aus Deutschland mitnehmen wollen. Und die ist echt richtig schön geräumig, schön groß. Dann Sonnenschutz kann man halt so über die Türen rüberziehen aus so einem Stoff. Ich habe ja verdunkelte Scheiben bei mir im Auto sowieso, aber Julian nicht. Und von daher brauchten wir da was jetzt für längere Fahrten. Wenn dann wirklich die Sonne da reinknallt, ist das halt einfach doof. Und Mila hat halt so einen Schutz, den sie für ihre Füße da hat. So einen, wie sagt man denn, Autositzschutz. Ihr wisst, was ich meine. Aber auf Jaris Seite brauchen wir nämlich auch noch was. Und Jari kriegt jetzt Milas alten Schutz und Mila hat hier jetzt so einen Organizer. Ich glaube, das sieht man auf dem Bild dann ganz gut. Also kann sie dann auch direkt Trinkflasche reinstellen. Erst hatte ich überlegt, zwei zu holen, aber es macht für Jari halt einfach gar keinen Sinn. Der kommt da ja sowieso nicht an. Und von daher reicht das erstmal, wenn Mila so eins hat. Und was wir uns noch geholt haben, also jetzt nicht alles nur für den Urlaub. Wir brauchen die Sachen dann ja generell auch danach. Ein Tablet-Halter. Also für längere Fahrten oder auch so Flüge. Die letzten Jahre haben wir für Mila ja auch ein Tablet mitgehabt und dann können wir das halt in die Mitte machen zwischen den zwei Sitzen sozusagen und dann können die halt beide auch was gucken. Also wenn wir jetzt Pepper Woods oder irgendwas anmachen. Ich hoffe, dass wir damit ganz gut nach Dänemark kommen und die Stimmung damit halten können. Ja, genau. Das sind so unsere hier Urlaubs-Essentials. Also die wir jetzt noch so bestellt haben. Aber wie gesagt, ich glaube, ich räume das einfach nach unten in den Abstellraum. Ja, hier oben ist drauf. Also alles wieder ab nach unten. Ich habe jetzt hier nebenbei schon alles weggeräumt. Wir gehen jetzt nochmal in den Garten und von daher beende ich den Vlog an dieser Stelle. Die Stimmung ist so lala gerade. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Und beim nächsten Vlog geht es bestimmt auch nochmal mehr um die Urlaubsvorbereitung. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.